darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir möchten starten. Herzlich willkommen hier im leeren Beutel und herzlich willkommen im Namen der beiden Veranstalter, zum einen dem Evangelischen Bildungswerk Regensburg und zum anderen der Gemeinwohlinitiative Regensburg. Und was die Gemeinwohlinitiative ist, das erfahren Sie ganz zum Schluss noch mal ein bisschen genauer, beziehungsweise Sie können sich auch Informationsmaterial mitnehmen. Ich freue mich riesig über diese Kooperation. Es ist unsere erste und wird sicher nicht unsere letzte sein, denn wir als Evangelisches Bildungswerk verfolgen das Thema schon länger. Und ich finde es großartig, dass sich dazu jetzt eine Gruppe gegründet hat. Herzlich willkommen zu diesem Gesprächsabend und ich freue mich riesig, dass es uns gelungen ist, einen Gast nach Regensburg zu holen, nach Regensburg zu locken, den ich schon ganz lange im Auge habe, wo ich mir schon lange wünsche, dass ich ihn hier mal im Gespräch haben werde. Und es ist tatsächlich gelungen und es hat geklappt. Und dazu möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei drei Menschen bzw. vier Menschen von drei Organisationen, die dazu maßgeblich beigetragen haben. Das ist einmal der Erwin Aschenbrenner. Wo sitzt er denn? Da drüben irgendwo. Lieber Erwin, du warst mal in der GEA-Akademie und hast den Heini Staudinger kennengelernt und warst so begeistert, dass du die Brücke gebaut hast. Zum anderen möchte ich mich herzlich bedanken beim Winnie Freisleben und auch bei seiner Frau, dass sie uns den Raum heute Abend hier kostenfrei zur Verfügung stellen. Das könnt ihr euch nur selten leisten, das weiß ich. Und heute Abend tut ihr es, weil das, was wir am Schluss sammeln werden, geht dann wirklich 1:1 in die Afrika-Projekte vom Heini Staudinger. Und das ist großartig. Und ich möchte mich bedanken natürlich bei der Gemeinwohlinitiative, die auch bei der Werbung uns tatkräftig unterstützt haben und die Mitveranstalter sind. Und besonders bei der Leila Zink und dem Bernhard Ziel, die noch eintreffen werden. Ich glaube, sie sind noch nicht da, oder? Habe ich sie irgendwo gesehen? Nein, sie kommen nämlich aus München heute. Wunderbar. Und heute geht es über die Liebe, den Mut, die Wirtschaft und das Leben. Es geht um einen Menschen, der sehr viele Facetten hat, der kluge Gedanken hat, der starke Botschaften hat und der auf mich seit vielen Jahren sehr, sehr inspirierend wirkt. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Abend hier bei uns begrüßen können, Heini Staudinger. Ich nutze die Gelegenheit und weise noch darauf hin, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen. Ah, du hast deinen eigenen Stuhl mitgebracht? Nein. Kein GR-Stuhl, oder? Meine Schwindelzitter. Die Schwindelzitter. Und ich weise noch darauf hin, dass wir das Gespräch heute aufzeichnen und man kann es dann sicher auch nochmal im Netz anschauen. Ja, jetzt müssen wir noch die Technik in Betrieb nehmen. Darf ich dir assistieren? Na? Ich probiere es aus. Du stellst dir das ein. Ins Ohr waschen, genau. Jetzt. Wunderbar. Kein Problem. Gut. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Nicht zum ersten Mal in Regensburg. Du bist heute ein bisschen durch die Stadt gestreift. Das ist ein absoluter Hammer, wie schön die Stadt ist. Ja, das ist ja wieder was anderes. Nicht? Aber man sieht deutlich, dass wir schon einmal Kinder haben. Ein schönes Städtebau. Und das, was wir jetzt machen, ist der Logik des Geldes folgen und alles, was rauskommt, ist schier. Wir haben uns heute Mittag schon ein bisschen unterhalten, um uns auch ein bisschen aufeinander einzustimmen. Und wir haben ausgemacht, dass wir so eine Stunde miteinander plaudern wollen. Wie gesagt, über den Mut, die Wirtschaft, über das Leben, am Anfang über dein Leben und dass wir dann natürlich auch gerne Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen, Kommentare mit reinholen wollen, weil wir wollen auch ein bisschen ins Gespräch kommen miteinander. Aber fangen wir mal bei dir an und fangen wir mal bei deinem Leben an. Und du schreibst über dich, dass du aufgewachsen bist in Oberösterreich, nicht weit von Linz, in einer katholischen Familie.
Yes. Hätte es nicht? Moment. Wir get this. Ja, genau. Darf ich mal? Nee, warte. Auch sehr originell, aber. Moment. Eigentlich sollte es so funktionieren. Moment. Der Sabitzer hat auch so einen Highlight, gell? Carsten hat gesagt, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, das stimmt. Aber heute beim Eingang hat mich der Berthold begrüßt, der hat ein Lebensmittelgeschäft und ich bin in so einer kleinen Kreislerei aufgewachsen. In Deutschland, glaube ich, sagt man Tante Emmerlein, oder? Genau. Gibt es fast nicht mehr. Und Schwannerstadt hat 4000 Einwohner gehabt und da hat es 15 so Tante Emmerläden gegeben. Und das hat so ein bisschen was gehabt von der Stimmung, die man heute noch am afrikanischen Markt erlebt. Die Leute kommen fast jeden Tag zusammen und die Gespräche, die dabei geführt werden, sind Smalltalk-Tratsch. Und es ist trotzdem so etwas Wärmendes wie das Lagerfeuer. Und dann ist einmal eine Frau zu meiner Mama gekommen und hat gesagt, sie kommt gerade vom Spital in Innsbruck. Da hat sie die Diagnose gekriegt, dass sie einen Tumor im Hirn hat. Und sie weiß nicht, wie sie es daheim die Leute, der eigenen Familie erzählen soll. Und das hat sie dann mit meiner Mama besprochen, bevor es heimgegangen ist. Und da finde ich eben, das zeigt schon ein bisschen, dass so ein Gewebe in einem Ort, in einer Gesellschaft eigentlich was Wesentliches ist. Und ich habe es gleich am Anfang einmal gesagt, das mit der Logik des Geldes. Im Handel, das Teuerste ist die Kommunikation und die ist weitgehend wegrationalisiert. Dass man billiger einkaufen kann. Du bist dann als Student, hast du was sehr Spannendes unternommen, was, glaube ich, dein Leben sehr bestimmt und sehr geprägt hat. Du bist mit einem Freund, hast du dich auf den Weg gemacht nach Afrika. Bitte, da möchte ich kurz noch erzählen. Ich bin 1953 geboren und da hat man das in so anständigen Familien bedenklich gefunden, die Vorschüler, die jeden Tag im Zug sitzen oder im Autobus. Und darum haben die Eltern geglaubt, das ist gescheiter, wenn sie mir ins Internat geben. Und das katholische Internat war, wie ich hingekommen bin, wirklich wie ein Zuchthaus. Wir haben nur ein paar Stunden am Tag reden dürfen, der Rest war reglementiert. Und dann ist der Papst Johannes der 23. Papst geworden und den haben sie gefragt, was er seine Aufgabe sieht in seinem Pontifikat und er hat gesagt, die Fenster aufmachen. Und im Bett drinnen haben sie das brav gemacht, weil es der Papst gesagt hat. Und dann hat es den 68er-Geist eingeweiht. Und zum Schluss haben wir in den letzten Jahren haben wir alle Freiheiten gehabt. Und die Geschichte ist so ausgegangen, wenn einer auf die Nacht, wir haben nicht in die Kirche gemessen, wir haben da können, was wir wollen haben und. Und wenn einer auf die Nacht besoffen heimgekommen ist, haben wir gesagt, bist du wahnsinnig, glaubst du, wir lassen uns wegen deinem blöden Rausch unsere Freiheit gefährden. Und das war eigentlich ein wahnsinnig wichtiges Erlebnis, dass wir gespürt haben, die Freiheit ist ein verletzliches, kostbares Gut, das gepflegt und geschützt werden muss, das wirksam wird. Und ein paar Jahre nach in Linz in Betrennung. Und ein paar Jahre nach uns haben sie dann Heroinfälle gehabt und dann war es vorbei. Was ich irgendwie verstehen kann. Aber eine wilde Sache, die sie gemacht haben, da ist einmal während der Schulzeit nach Amsterdam abgehauen, Haschisch kaufen, ein Internatsschüler.
Und dann haben sie damals in Betrinnung beschlossen, der Klassensprecher möge Autostopp nach Amsterdam fahren, seinen Schulkollegen suchen. Der hat das gemacht, hat ihn tatsächlich gefunden, hat ihn heimgebracht und weitergegangen ist. Und das Betrinum ist vor 120 Jahren gegründet worden, um den Priesternachwuchs in der Diözese Linz zu fördern. Und da hat es im Laufe der 100 Jahre unterschiedliche Zuchterfolge gegeben. Und mein Klasse hat dann eine totale Sensation geliefert. Wir sind in einem unglaublich anarchistischen, freien Milieu aufgewachsen. Und von 24 Buben haben dann 14 mit Theologie studieren angefangen. Und so gesehen haben wir zu den Top-Erfolge im Zuchtapparat. Und ich war dann der Erste, der wieder aufgehört hat mit Theologie. Mir hat dort die Begeisterung gefällt und irgendwie ist mir das sehr lebensfern und fremd vorgekommen. Und im zweiten Semester habe ich dann in Salzburg Politologie und Publizistik studiert und es war eine Spülerei, es war, studieren ist ein falsches Wort. Und dann hat mir der Reinhold, den ich von der Volksschule weg kennt habe und der in Innsbruck nur Theologie studiert hat, geschrieben, ihm gefällt das jetzt auch nicht mehr, das Theologie studieren, er möchte was anderes machen. Und dazu hat er einen Satz von Saint-Exupéry geschrieben und der hat so ungefähr geheißen: Das Leben ist der wichtigste Lehrmeister, den wir haben. Wichtiger als alle tausend Bücher dieser Erde, weil es uns Widerstand leistet und nur im Kampf findet der Mensch zu sich selber. Und dann hat er geschrieben, ob ich mit ihm nach Afrika fahren möchte. Dann bin ich in die Trafik gerannt, habe Postkarten gekauft und habe Ja drauf geschrieben. Und knapp drauf haben wir angefangen, die Reise zu planen. Interessanterweise haben wir bei der Olympiade in München 1972 das Geld verdient. Und das muss man sich vorstellen, wir haben damals als 19-jährige Deppen, die wir nichts können haben, 3000 D-Mark netto im Monat verdient. Als Nachtwächter. Aber wir haben 26 Stunden am Tag Zeit gekriegt. 12 Stunden Arbeit, 12 Stunden Bereitschaft, 2 Stunden Vorzeit. Das mal 7 waren 182 Zeit die Stunde pro Woche. Die ersten Wochen habe ich nur gelacht, dass wir die zahlen fürs Nix da. Und zum Schluss ist das auch irgendwie anstrengend geworden. Auf jeden Fall haben wir genug Geld verdient, dass wir uns 2 Moped gekauft haben. Und dann sind wir nach Afrika gefahren. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Darf ich dir das mal ein bisschen runter tun? Das ist da hinten, wie du das Ohrwaschel tust. So. Das ist der HNO. So, wunderbar. Sonst kann man es nicht kaum holen. So, Josef, danke. Okay. Bis jetzt, super. Ja. Gut. Die Eltern haben erfahren, dass wir nach Afrika fahren wollen. Und dann haben sie gesagt, wir sollen nicht so blöd sein, wir sollen gescheit sein und sollen vorher fertig studieren. Nach Afrika können wir noch rüberfahren. Und dann hat Mama gemerkt, dass die Argumente der Vernunft nicht wirken. Jetzt hat sie gesagt, wenn ich ihr das antue, stirbt sie. Und am Tag vom Abschied haben wir uns die Hand gegeben. Gewarnt haben wir beide. Ich habe gesagt,
du stirbst jetzt und ich fahre jetzt. Und wir sind gefahren und sie ist nicht gestorben. Sie wird am kommenden Dienstag 91. Und dann bei dieser Reise ist eigentlich das passiert, was der Saint-Exupéry gesagt hat, dass man durchs Leben und durch die Reibung und durch die Schwierigkeiten oft mehr lernt als in diesen 1000 Büchern. Und so sage ich, ich bin in Afrika. In Afrika habe ich gelernt, dass das Wichtigste im Leben das Leben selber ist. Und nicht, wie man bei uns oft glauben kann, das Geld und das Auto und weiß Gott was. Carsten, jetzt kommst du dran. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Afrika sagen magst. Ihr wart in Tansania, glaube ich. Mhm. Afrika ist groß. Ja. In Schwanerstadt hat es in die 50er Jahre einen Kaplan gegeben, der hat Afrika-Reisen gemacht. Und der hat... Er hat im 44er Jahr einen Schnellabschluss als Mediziner gemacht, weil die Nazi-Ärzte für die Front gebracht haben. Und dann hat er in den letzten Kriegsmonaten nur so viele Grauslichkeiten erlebt, dass er heimgekommen ist und Theologie studiert hat. Und dann ist er in meinem Heimatort Koblenz gewesen, hat Afrika-Reisen gemacht und ist dann als Arzt in Tansania hängen geblieben. Und wie wir gesagt haben, wir wollen nach Afrika fahren, war es mehr oder weniger klar, dass wir nach Tansania fahren, weil wir in Afrika niemand kennt haben, außer Dr. Watschinger. Und die Reise von Schwanerstadt bis Tansania hat genau ein halbes Jahr gedauert. Und zum Schluss möchte ich dann sagen, dass wir für den Kongo ein Geld suchen, sammeln. Und durch den Kongo sind wir wochenlang gefahren. Es ist ein riesiges Land, ich glaube, es ist 6-mal so groß wie Deutschland. Hat 100 Millionen Einwohner und hat eine wahnwitzige Fruchtbarkeit. Und im Osten vom Kongo schaut es aus wie im Salzkammergut. Nach Westen tausende Kilometer Dschungel. Und dann wölbt sich das Land auf bis zum Ruwenzori-Gebirge bis 5000 Meter. Und das schaut aus wie eine Almenlandschaft mit Flüssen und Seen und Blüten und Früchten, da so ein Spucke wegbleibt. Und wir haben in all den Wochen im Kongo keinen Groschen für Essen oder Übernachten gebraucht, weil wir jeden Tag Nutznießer der afrikanischen Gastfreundschaft waren. Und die Leute dort haben das Pech, dass in ihrem Boden Koltern gefunden worden ist, die reichsten Kolternvorkommen der Erde. Und der Wirtschaftskrieg im Osten vom Kongo hat in den letzten 20 Jahren 7 Millionen Tote gekostet. Und die Methodik ist einfach, die Leute umbringen, der Schießen verjagen, ist billiger als der faire Handel, ja. Und letzten Endes würde ich sagen, gehört die Sehnsucht nach Gerechtigkeit zu den grundlegenden Lebensmitteln, die wir brauchen. Darf ich das von Meister Eckhart noch erzählen? Meister Eckhart, 12. 13. Jahrhundert, deutsche Mystik, ist mein Lieblingsmystiker. Und das deutsche Wort Bildung ist ein Eigenwort in den Sprachfamilien. Education, Education, was Gott was, heranziehen und so weiter. Und das deutsche Wort Bildung haben wir vom Meister Eckhart. Und zwar, weil der Meister Eckhart gesagt hat, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und zwischendurch sagt der Meister Eckhart, Gott gibt es gar nicht. Man kennt ihn nicht, man weiß nicht. Und Gott gibt es nicht, aber auf der anderen Seite sagt er, Gott ist die Gerechtigkeit, die Liebe, die Wahrheit, die Weisheit, die Lebendigkeit, das Sein.
Und er sagt, die Aufgabe des Lebens und damit der Bildung ist, dass das, was man quasi als göttliches Saatgut mit der Geburt ins Herz gelegt gekriegt haben, dass das durch unser Leben zur Entfaltung und zur Blüte kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die Wahrheit. Und er sagt, das braucht man nicht lernen in der Schule. Wir wissen es. Der Lügner weiß, dass er lügt, der Ungerechte weiß, dass er ungerecht ist. Wir wissen es. Und unsere Aufgabe ist, das umzusetzen, um den Bildungsauftrag zu erfüllen. Und wir spüren genau, wie daneben unsere Bildung ist. Und zwar das Schlamassel, das wir jetzt in der Welt haben, das haben wir nicht irgendwelchen Idioten zu verdanken, sondern meistens hochgebildeten Leuten, die alle Elite-Universitäten und weiß Gott was besucht haben. Und das war dann genau das, was der Meister Eckhart gesagt hat, nämlich die Bildung dieser Urkräfte, dieses Saatguts, das uns mit der Geburt ins Herz gelegt ist. Ich habe den Eindruck, dass bei dir die Afrika-Reise auch viel Saatgut sozusagen hinterlassen hat, die weiter gekeimt ist, die weiter aufgegangen ist. Afrika hat das Leben dann auch beschäftigt, bis heute eigentlich. Wir werden ganz am Schluss nochmal auf die Afrika-Projekte zu sprechen kommen. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem, nämlich zu den Schuhen. Und mich würde interessieren, wie du zu den Schuhen gekommen bist, beziehungsweise die Schuhe zu dir. Der Reinhold und ich sind also 19-jährig nach Afrika gefahren und dann hat es so Situationen gegeben, dass wir in irgendeinem Dorf stehen geblieben sind und innerhalb von einer Viertelstunde haben es alle Schwerkranken vom Dorf vor die Moped hingelegt. Und das war in Wirklichkeit ein unerträglicher Wahnsinn. Und der Reinhold und ich haben kein einziges Mal darüber geredet, was wir machen werden, wenn wir wieder heimkommen, und dann haben wir beide Medizinstudien angefangen. Der Reinhold hat es fertig gemacht und ich bin für ihn so medizinkritische und auch dritte Weltgruppen und weiß Gott was gewesen. Und nochmal, diese Jahre, die 70er Jahre auf der Uni waren viel wilder. Da haben die WIFE-Studenten, da hat es tolle WIFE-Studenten gegeben, die haben dann im bei der Vorlesung dreigeschrien und haben geschrien, Professor, du bist doch nur ein Lakai der Pharmaindustrie. Wir können uns vorstellen, was sie gemeint haben. Und in den dritten Weltgruppen ist natürlich damals schon immer wieder geredet worden darüber, dass das Elend dort mit unserer Politik, mit den Rahmenbedingungen da hat. Und auch das ist nach wie vor so. Und es ist in Wirklichkeit bitter. Die Schuhe? Siehst du, hätte ich bald vergessen. Hab dann Medizin studiert. Und nach vielen Jahren bin ich bei einer großen Prüfung durchgefallen. Und habe mit einem Bäder gelernt und der Bäder ist durchgekommen und der Bäder hat einen reichen Vater gehabt. Und der Vater hat ihm 10.000 Schilling gegeben und der Bäder ist nach München Shopping gefahren. Das war damals eigentlich keine normale Freizeitbeschäftigung für junge Leute. Und dann ist er zurückgekommen und hat mir in einem Wirtshaus in Wien zeigt, was er sich alles gekauft hat, und besonders geschwärmt hat er von Schuhe, die es in ganz Österreich nicht gibt. Und ich habe so im Wirtshaus unter den Tisch reingeschaut und der Peter hat gesagt, wie super die Schuhe sind, und wie ich den Kopf wieder hebe, sage ich, Peter, weißt du was, ich höre jetzt auf mit Medizin studieren, ich wäre jetzt Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert und in der Sekunde sind die Würfe gefallen. Und ich habe dann herausgefunden, dass die Schuhe in Dänemark gemacht werden. Und bin ein paar Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren und habe dort gefragt, ob sie die Schuhe nicht in Österreich auch verkaufen wollen. Haben sie gesagt, ja, super. Dann habe ich gesagt, ich kenne mich nicht aus im Schuhhandel, sie sollen mir helfen, einen Erstauftrag formulieren. Dann haben wir die Schuhe um 300.000 Schilling aufgeschrieben.
Und dass die nicht merken, dass ich kein Geld habe, habe ich freundlich unterschrieben und bin Autostopp wieder heimgefahren. Und ich habe keine Sekunden daran gedacht, dass ich jetzt der Bank fragen konnte, ob sie mir ein Geld borgen, sondern habe meine Freunde angerufen, ob sie mir, dass ich jetzt in, habe ja gesagt, dass ich in Dänemark einen Haufen Schuhe bestellt habe, ob sie mir ein bisschen ein Geld borgen können. Und in Lauter. Genau, du hast ein bisschen runter, genau. So, ja. Jetzt. Das ist wieder komisch, das ist beim Käfer. Hm? Hinter das Ohr war schlimm, was das da ist. Ja, vielleicht überhaupt anders. Vielleicht anders. Ja, das glaube ich. Was ist jetzt? Ja, manchmal muss man die Sache umdrehen und dann funktioniert es wahrscheinlich. Genau. Ja. Knappe halbe Stunde und schon haben wir es. Wo waren wir denn? Bei den 300.000 Schilling, die so. Du aufbringen musstest. Das war und dann habe ich meine Freunde angerufen und in zwei Tagen habe ich das Geld zusammen telefoniert gehabt und vor 40 Jahren ist das dann losgegangen. Und ich habe also als Schuhhändler in Wien angefangen und ein paar Jahre später habe ich einen Religionslehrer von der Berufsschule für Schuhmacher in Schrems kennengelernt. Und dann habe ich erzählt, dass meine dänischen Lieferanten oft mit großen Verspätungen liefern und dass das ärgerlich ist. Und er hat gesagt, das trifft sich gut, wir haben im Waldviertel so viele Arbeitslose, weil die Textilindustrie zusammengebrochen ist, gründen wir eine Schuhwerkstatt. Und wir haben damals in Österreich einen Sozialminister gehabt, der hat geheißen Alfred Dallinger, der war im Herzen ein Kommunist und hat selbstverwaltete Betriebe gefördert. Und zwar ganz, ganz bescheiden gefördert, aber in einer Weise gefördert, dass hunderte kleine Firmen entstanden sind, die so diese Ermutigungsförderung gekriegt haben. Und dabei ist auch die Waldviertler Schuhwerkstatt gegründet worden, 1984. Sie war im Eigentum der Belegschaft und die Konstruktion war eigentlich ganz wiff. Die Belegschaft war in einem Verein organisiert und der Verein war der einzige Gesellschafter einer GmbH. Und die Firma hat die ersten 7 Jahre überlebt, aber die Schulden sind mehr und mehr geworden und die Schuster haben gefürchtet, dass sie mit den bescheidenen Löhnen für die Schulden gerade stehen müssen und haben in Panik gesucht, wenn sie die Firma schenken können. Und ich habe da mitsamt die Schulden. Und ich habe damals gesagt, ich will die Firma nicht geschenkt, aber mit dir, Gerhard, mache ich es. Der Gerhard war damals Geschäftsführer. Und so bin ich 1991 Miteigentümer der Waldviertler Schuhwerkstatt geworden. Und wie der Gerhard 1994 aufgehört hat, war in der Firma noch immer kein Geld. Und weil ich der absolut Billigste war, der in Frage gekommen ist für die Geschäftsführung, habe ich 1994 die Geschäftsführung dort übernommen. Das schlagende Argument war, ich habe nichts gekostet, während die anderen hätten was gekostet. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Gedanke. Wir glauben oft, wenn wir viel Geld haben, dann haben wir viele Möglichkeiten. Und oft ist es aber genau umgekehrt, wenn ich wenig brauche, dann habe ich viele Möglichkeiten. Bitte zur Gründungssituation der Schuhwerkstatt muss ich noch was Lustiges erzählen. Und zwar der Karl, so hat der Religionslehrer geheißen, hat gesagt, wir sollen eine Schuhwerkstatt gründen, weil so viele Schuhfabriken zusperren. Er hat als Religionslehrer gemerkt, es kommen immer weniger Lehrlinge. Und wir haben also gegründet, weil so viele zugesperrt haben. Hätte man gefragt, warum sperren denn so viel zu, hätte man keine gründen dürfen. Weil dieser Wanderzirkus in die 80er Jahre schon in Gang war, wo alles, was arbeitsintensiv ist, in immer billigere Länder gegangen ist. Damals deutsche Textilindustrie hat wahnsinnig viel in Portugal erzeugen lassen, zum Beispiel. Und so gesehen war unsere Entscheidung, eine Schuhwerkstatt in Waldviertel zu gründen, eine Leistung der Naivität. Und
ich habe einen Neffen, der hat in Wien Philosophie studiert. Und der hat mir gesagt, dass die alten griechischen Götter die Naiven besonders gern beschützt haben, weil sie von den Vernünftigen keine geilen Heldentaten erhoffen konnten. Und so gesehen hat sie die Firma unter dem Schutz der griechischen Götter prächtig entwickelt. Und ich wollte sagen, wenn die griechischen Götter sagen wollen, was sie wirklich drauf haben, dann sollen sie sich um ihre Landsleute in Griechenland auch ein bisschen kümmern. Wobei er ja wirklich Krisenjahre hatte. Ne? Du hast das ein bisschen angedeutet, wo es euch wirklich schlecht ging und wo es auf der Kippe stand. Das Thema Werbung war dann irgendwann ein wichtiges Thema, glaube ich auch. Der Kasten ist vorbereitet. Mhm. 1997 haben wir eine Krise gehabt. Und sprich, das Geld war weg. Und dann habe ich mir gedacht, dass zusammenhelfen, fleißig sein und sparsam sein, jetzt gefragt ist. Und in Wirklichkeit würde ich sagen, das sind lauter gesunde Gymnastikübungen. Fleißig sein, sparsam sein, zusammenhelfen, kann man immer brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, beim sparsam sein hilft es dort am meisten, wo wir bisher die teuersten Leute beschäftigt haben. Und die teuersten Leute vor 1997 waren die sogenannten Werbefachleute. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir das selber machen konnten, war der Spareffekt am größten. Und ich habe einen arbeitslosen Architekten kennt. Und der Didi hat geschickt mir einen Computer umgekommen und hat gesagt, Didi, lass es uns probieren, dass wir die Werbung selber machen. Und dann haben wir ausschließlich in der Nacht Werbung gemacht. Tagsüber normale Arbeit, in der Nacht Werbung. Und dabei haben wir oft Beatles gehört. Das finde ich spannend, was jetzt kommt. Ich habe gemeint, du holst jetzt die Gitarre. Wir haben ich glaube, im 96er für Bettenwerbung, wir haben Schuhe und Möbel. Für Bettenwerbung 300.000 Schilling ausgeben und vom Umsatz her habe ich das Gefühl gehabt, wir haben nicht ein Bett mehr verkauft. Und dann habe ich zum Werbeguru gesagt, schau, jetzt sind die 300.000 Schilling fort und im Umsatz haben wir gar nichts gespürt. Hat er gesagt, darfst du aber nicht vergessen, was du jetzt für ein Imagegewinn hast. Haben wir gedacht, Imagegewinn. Und eben, wir haben dann kein Geld mehr gehabt, haben wir gedacht, der Spareffekt war groß, weil wir den nicht mehr brauchten. Und habe mit Didi angefangen. Und dann habe ich zum Didi gesagt, Werbung ist eigentlich scheiße. Werbung nervt uns im Fernsehen, im Radio, in der Landschaft, in der Zeitung und jetzt auch im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank dafür immer ein Brennstoff für Herz und Seele mitliefern und da ist sind diese Werbeheftel entstanden, wo jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist und dazu ein Text aus Poesie, Philosophie, Literatur und ich sage, wir machen es dann gut, wenn diese Texthäppchen den inneren Dialog, was tun wir da auf der Welt, einen guten Brennstoff geben. Brennstoff für Herz und Seele. Und dann haben wir diese Heftel gemacht, haben es verteilt und jetzt mal, wenn wir diese Heftel verteilt haben, haben wir es wusch auch im Umsatz gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Umsatzgewinn da ist, ist mir ein bisschen lieber als der Imagegewinn. Und wir haben beim Werbung machen oft Beatles-Lieder gehört und weil der Didi Architekt war, haben wir parallel dazu ein Möbel entwickelt und dann haben wir so eine Möbelserie gehabt
den wir alle nach Beatles Liedtitel benannt haben. A Bat heißt Blackbird, Singing in the Dead of Night. Und einen Tisch haben wir genannt Let It Be. Und dann haben sie die Leute schon beschwert, dass wir die Heftel englische Texte und Übersetzungen nicht haben. Unter anderem auch meine Mama hat es immer geärgert. Und dann war es klar, dass wir jetzt den Tisch, den Let It Be, vorstellen. Und es war klar, dass wir die ersten Strophen in Englisch abdrucken und es war klar, dass wir eine Übersetzung dazu schreiben wollen. Und auf Englisch heißt es, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. Und ich habe zum Didi gesagt, Didi, ich habe schon eine Übersetzung, die können wir zwar nicht abdrucken, aber sagen möchte ich das doch. Und meine Übersetzung hat geheißen, wenn ich Wickel habe, kommt Mitzi Mamsch und sagt in ihrer Gescheitheit, geh, scheiß den nicht an. Und während ich das gesagt habe, hat der Didi das schon im Computer eingetippt. Und ich habe gesagt, aber Didi, das können wir nicht abdrucken, hat der Didi gesagt, geh, scheiß den nicht an. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Satz eine hohe Motivationskraft hat und habe ihn zum Firmengrundsatz Nummer 1 erklärt. Und dann sage ich, man muss nicht wahnsinnig gescheit sein, dass man dann draufkommt, dass nur mutig sein alleine manchmal Zwang ist. Und darum haben wir einen zweiten Firmengrundsatz dazu entwickelt. Und der heißt, bitte sei nicht so deppert. Und dann habe ich gern mit meinen Neffen und Nichten im Alter von 3 bis 14 Jahren meine Firmengrundsätze durchdiskutiert. Und Kinder verstehen das natürlich sofort, dass durch Mut der Aktionsradius größer wird und durch Gescheitsein die Durchsetzungschancen wachsen. Und da haben wir leidenschaftlich diskutiert und eines Tages sagt die Rosi, die war damals 7, 8 Jahre, Heini, habt ihr nicht nur einen dritten Firmengrundsatz? Und ich wollte die Rosi nicht enttäuschen und habe gesagt, aber freilich. Und um Zeit zu gewinnen, habe ich gesagt, und der dritte ist ein ganz wichtiger. Und dann hat sie gesagt, um was? Und dann habe ich gesagt, ja, und der dritte, das ist, du musst dich an der Liebe orientieren. Und jetzt haben wir, scheiß dich nicht an, sei nicht so deppert, orientier dich an der Liebe als Firmengrundsätze. Und dann ist mein Bruder Michi dahergekommen und hat gesagt, ich soll aufhören, sein dreijährigen Wurm solche Blödheiten zu lernen. Der rennt nur mehr durch die Gegend und schreit, ich brauche scheiß dich nicht an, sei nicht so deppert. Und dann habe ich zum Gusti gesagt, Gusti, komm, ich möchte nicht, dass sich der Michi, mein Bruder, ärgert. Wir sagen das jetzt nicht mehr, wir dann nur mehr. Und in Linz gibt es eine wahnsinnig erfolgreiche Firma mit 1000 Mitarbeitern, die dann sind so in der Elektronik, in gewisse Sparten Weltmarktführer. Und die haben das übernommen. Komm zu GEA heute. Jetzt haben wir ein bisschen was für die Geschichte gehört, wie die Sache entstanden ist, wie du zu den Schuhen gekommen bist und die Schuhe zu dir. Wenn ich dich jetzt mal frage, was ist das Besondere an GEA, was jetzt diese Firma, dieses Unternehmen von anderen unterscheidet? Außer der Firmenphilosophie. Nein, ich glaube, dass das Spannende ist. Wir glauben eben oft, dass wir viele Möglichkeiten haben, wenn wir viel Geld haben. Und ich finde, der springende Punkt ist quasi Spirit, das geistige Fundament, und zwar im Guten wie im Bösen. Ein Beispiel, die neoliberale Doktrin ist eine geistige Idee. Das waren nicht von vornherein die Milliardäre, die gesagt haben, sowas brauchen wir, das bestellen wir bei ein paar Intellektuellen,
sondern das war eine geistige Idee, die nachher mit großer Klugheit und strategischer Disziplin diese Idee quasi zum Durchbruch verholfen haben. Und diese Idee, mit der klopfen wir jetzt so irgendwie bei den Grenzen in einer ungemütlichen Art an. Und jetzt glaube ich, dass es eben zu den Urseinsüchten, die wir haben, da gehört nicht dazu, ich möchte möglichst viele Leute ausbeuten, ich möchte möglichst viel Geld auf der Kante haben, das kommt vielleicht schon vor, aber die tiefere Sehnsucht heißt, erstens in mir selber daheim sein, zweitens nicht alleine sein. Und es ist angenehmer, wenn man mit den Nachbarn halbwegs auskommt und nicht im Streit ist. Und ich habe es bei einer Veranstaltung in Wien einmal so gesagt, dass es die meisten Leute wesentlich lieber ist, ein guter Mensch zu sein, statt ein Arschloch. Es ist netter, sympathischer, ja. Und es hat auch mit den Möglichkeiten, dieses Saatgut im Sinne von Meister Eckhart zu pflegen, Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit, Lebendigkeit, das glaube ich, gehört zu unseren Ursehnsüchten. Und die Tragik ist, dass wir uns oft von der scheinbaren Vernunft verführen lassen, vernünftig zu sein und nicht unserer Sehnsucht zu folgen, sondern den Alltagszwängen. Der Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, diese Sachzwänge sind sündige Strukturen, weil sie uns hindern, das zu sein, was wir sein sollten, nämlich Menschen. Und es ist so ein ganz normales Lebensschicksal in Österreich und Germany, dass wir jede Woche in irgendwelchen Sachzwängen drinnen stecken, nicht? Und häufig dabei unsere tiefere Sehnsucht verraten. Da gibt es einen Film über meine Firma, der heißt Das Leben ist keine Generalprobe. Und der Film ist in Salzburg aufgeführt worden und ich war dort und bei dem Film hat zugeschaut ein gewisser Helmut. Helmut, wo er knapp 60 Jahre hat, fast 20 Jahre in Indien gelebt und wie er den Film gesehen hat, hat er sich gedacht, beim Heini konnte ich mir ein Leben vorstellen. Dann ist er zu uns gekommen, hat in unserem Hotel 2 Nächte gezahlt und in die 2 Tage, wo er da war, hat er sich umgeschaut, was er für Möglichkeiten hat, wo er Matratzen gefunden, die hat er in einer Garage reingehauen und dort hat er sich dann eingenistet und hat gehofft, dass er über Hilfsbereitschaften die richtigen Signale sendet, dass er bleiben kann. Und in der Zwischenzeit ist der Helmut 3,5 Jahre da. Und er hat mir neulich folgendes Zitat vom Rumi in dieser Folie zugesteckt. Das heißt, das, wonach du dich sehnst, sehnt sich auch nach dir. Wunderschöner Satz, gell? Habe ich den Helmut zum Verdanken. Vom Rumi ist er. Reden wir noch ein bisschen über die Wirtschaft. Yes. Weil das Thema Geld spielt ja durchaus auch eine Rolle. Es ist allgemein bekannt, dass du kein besonderer Freund der Banken bist. Du hast dich in Österreich auch recht mit der Finanzaufsicht angelegt. Da ging es um ein Projekt, wo ihr versucht habt, Geld zusammenzuholen zur Finanzierung des Unternehmens. Heute würde man sagen Crowdfunding. Das Wort gab es vielleicht damals noch nicht.
Was habt ihr dort für Erfahrungen gemacht? Weil die Idee war ja, dass viele gemeinsam etwas finanzieren. Ich habe schon erzählt, dass ich ganz am Anfang gar nicht dran gedacht habe, dass ich eine Bank fragen konnte. Dann ist das Geschäft besser und besser gegangen. Und dann war das irgendwie komfortabel, mit einer Bank zu arbeiten. Und ich erinnere mich, dass ich einmal, ich glaube, wir haben einen neuen Laden angefangen. Und ich habe mir gedacht, da braucht man 1 Million Schilling dafür. Und dann habe ich den Bankbeamten in einem Kaffeehaus getroffen. Und dann habe ich ihm erklärt, warum ich glaube, dass wir die 1 Million brauchen. Das war in 5 Minuten entschieden, mit Handschlag ausgemacht. Er hat die Formulare dann in der Bank vorbereitet und ist einmal vorbeikommen und unterschreiben. Und zwar, die haben gewusst, ich bin ehrlich, ich bin kein Betrüger, ich bin fleißig und das Geschäft genug. Und das war Grundlage für diese laufenden Kredite. So war das hundertprozentig bei euch genauso wie bei uns. Und im Laufe der Zeit ist das immer schwieriger geworden. Und jetzt habe ich schon erzählt, im 97er Jahr haben wir eine Krise gehabt. Das haben die Banken damals verschlafen. Glaube ich, wäre heute nicht möglich, weil Computer dann die Bankbewegungen analysieren und wie es da Unregelmäßigkeiten gibt, leuchten schon die Lampen. Und im 99er Jahr sind sie draufgekommen, hoppala, da war was, und haben mich dann vorgeladen und haben gesagt, sie wollen meinen Kreditrahmen von 12 Millionen auf 7 Millionen Schilling kürzen. Die Proportionen stimmen nicht mehr, aber sagen wir mal, von 1 Million Euro auf 600.000 Euro. Und ich war überzeugt davon, wenn ich dem Bankdirektor erkläre, wie gut die Firma sich erholt hat und wie gut die Umsätze sind, dann wird er diesen Beschluss zurücknehmen. Und der hat sich aber einen Spaß daraus gemacht, mir klar zu machen, dass er mir keine Rechenschaft schuldig ist. Er kürzt den Rahmen, weil er das so beschlossen hat, und aus Amen. Und ich bin fuchsteufelswild geworden. Er hat übrigens Heiter geheißen, Direktor Heiter. Und der hat sich lustig gemacht über mich. Und dann habe ich mir gedacht, im Heimfahren, es gibt kein wichtigeres Ziel für meine Firma, als bankenunabhängig zu werden. Und in meiner damaligen Vorstellung hat es geheißen, schuldenfrei soll man werden. Und im Jahr 2003 waren wir dann in etwa schuldenfrei. Und dann habe ich gesehen, da gibt es einen Haufen Schuhe, einen Haufen Leder, dann gibt es ein Gebäude und haben keine Schulden. Und das war jahrzehntelang Grundlage einer soliden Bonität, hat das geheißen bei der Bank. Und jetzt ist es so, dass man für Warenlager sowieso kein Geld kriegt. In der Zwischenzeit haben wir Warenlagerwerte von knapp 10 Millionen Euro. Und für Gebäude in der Krisenregion Waldviertel kriegt man selbstverständlich auch kein Geld mehr. Vor 20 Jahren haben sie gesagt, der Substanzwert ist so und so hoch, für die Lage gibt es einen Abschlag, aber selbstverständlich war das Grundlage, Grundlage für einen Kredit. Und in der Zwischenzeit... Und in der Zwischenzeit sagen sie, Substanzwert ist völlig uninteressant, zählen dort nur mehr der Marktwert. Hörst du, wie es höllert? Mhm. Du. Was muss ich? Am Tisch. Das Mikrofon am Tisch liegen? Nein, passt schon. An dem Gerät am Tisch. Nein, ja, das passt schon. Und so tut dieses System für Warenlager kein Geld, für ein Gebäude in einer strukturschwachen Gegend kein Geld, so tut dieses System die Krise verstärken. Und wie ich dann gesehen habe, dass man keine Schulden hat und dass da Vermögenswerte da sind auf Grundlage dieser Werte, habe ich dann angefangen, Freunde und Verwandte zu fragen,
ob sie nicht einen Teil von ihrem Geld bei mir in der Firma einlegen wollen. Und das ist so klarweise losgegangen. Und bis zum Jahr, vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2008 sind rund 1 Million Euro eingelegt worden. Und mit dieser 1 Million Euro haben wir die Firma kontinuierlich entwickeln können, ohne dass wir eine Bank gebraucht haben. Und dann sind im Jahr 2008 die Lehman Brothers in New York in Konkurs gegangen. Und mit den Konkurs der Lehman Brothers hat es bei uns in der Umsatzentwicklung eine relativ deutliche Aufwärtskurve gegeben. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass dieses Ereignis das Vertrauen vieler Menschen in diese globale Wirtschaft erschüttert hat. Und wir sind als Fahnenträger einer regionaleren Wirtschaft verstärkt zu Sympathien gekommen. Und dann ist in unmittelbarer Nachbarschaft, sagen wir, ha? Was glaubst du? Wie? Ich glaube, für andere Mikro. Das Mikro ausschalten. Das ist eigentlich, ich habe es eigentlich, wir können es ausmachen auch, ja. Vielleicht das 6, probier es mal jetzt. Jetzt. Danke. Ja, schauen wir mal, genau. Jetzt kannst du wieder ein bisschen dichter machen. Genau. Müssen wir schon wieder helfen? Ja. Mit den Lehman Brothers. Regionale Wirtschaft. Ja, und dann ist bei uns aufwärts gegangen. Und in unmittelbarer Nachbarschaft ist die RG in Konkurs gegangen. War ein deutscher Konzern. Strümpfe und Socken. Ja? Die haben in Schrems in der Blütezeit 1000 Leute beschäftigt. Und eine Halle mit 4000 Quadratmetern ist in unmittelbarer Nachbarschaft leer geworden durch den Konkurs. Und ich habe dann in unser Heftel eingeschrieben, dass diese Halle jetzt zum Kaufen gab. Und wer sich an der Finanzierung beteiligen möchte, möge sich melden. Waren in 0,0 500.000 Euro da. Und dann hat es noch immer Interessenten gegeben, die uns Geld bohren wollten. Und dann habe ich zurückgeschrieben, danke für dein Interesse, aber leider brauchen wir dein Geld jetzt nicht. Hat er zurückgeschrieben, das hat die Bank noch nie zu ihm gesagt. Und dann habe ich gesagt, bitte darf mein Name und Adresse sammeln, wir werden uns rühren, wenn wir wieder Geld brauchen. Und anderthalb Jahre später wollten wir die Halle sanieren und dann habe ich 150 Briefe verschickt. Es sind in der ersten Woche 500.000 gekommen, in der zweiten Woche 300.000 und in der dritten Woche haben wir zurückgeschrieben, bitte schickt uns keine Kohle mehr, wir wissen nicht, wohin damit. Und dann haben wir die Halle glas saniert. Da möchte ich kurz noch was dazu sagen. In Österreich ist das Cash-Vermögen 660 Milliarden Euro. Und in Germany, habe ich gehört, sind das 10,2 Billionen Euro. Und wenn ich sage, Bei Privatleuten, dass mindestens 10% auf der Suche sind nach Sinn, dann rede ich sicher vom unteren, von der unteren Grenze. Jetzt glaube ich, die Leute mit Geld wollen sich nicht verarschen lassen von irgendwelchen Betrügern. Aber im Grunde genommen gibt es haufenweise Leute, die gerne Geld herborgen für sinnvolle Projekte. Und so haben wir unsere Firma mit Geld unserer Freunde und Kunden entwickeln können. Und im Jahr 2012 ist ein Brief dahergekommen von der Finanzmarktaufsicht, die heißt in Österreich FMA, in Germany heißt es BaFin. Und die haben gesagt, ich betreibe Bankgeschäfte ohne Lizenz. Und das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Den Strafrahmen haben sie dann in dem Konfliktzeitraum nur auf 100.000 Euro erhöht. Und dann sind wir vorgeladen worden zur Finanzmarktaufsicht. Und die waren wahnsinnig streng und unhöflich. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich möchte wissen, warum. Und dann haben sie gesagt, darüber können wir keine Auskunft erteilen. Geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben und so weiter. Ich bin mir
vorkommen wie ein, oder mein Gefühl für mich selber war, ich bin fleißig, ich bin kein Betrüger und habe nicht eingesehen, warum ich so behandelt wird. Und bei der zweiten Vorladung, ein halbes Jahr später, sind wir zu siebt hingegangen, haben sie uns im Foyer schon angefangen und haben gesagt, es dürfen nur drei rein. Dann ist gleich eine Streiterei losgegangen. Dann haben sie zu mir gesagt, und wo ist Ihr Anwalt? Habe ich gesagt, die Silvi war mit und die hat behauptet, ich habe es nicht gesagt, sondern ich habe es geschrien. Ich habe gesagt, ich denke nicht im Traum daran, dass ich einen Anwalt 300-400 € die Stunde zahle. Ich bin kein Betrüger, ich bin kein Verbrecher. Ich bin da und stehe zu dem, was ich tue. Und mein juristischer Vertrauter ist es. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht überhaupt nicht, den kennen wir. Und das war der Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Und dann habe ich einen Klick gehabt, weil der Florian Klenk wirklich ein Jurist ist. Und der Florian hat viel besser begründen können, wie ich das können hätte, warum er jetzt das Recht hat, als meine Vertrauensperson mitzugehen. Und die Silvi ist auch mitgegangen. Und dann war die Verhandlung umgekehrt wie die erste. Und zwar bei der zweiten Verhandlung habe quasi ich gesagt, ich lasse mir von euch das Modell nicht zusammenhauen. Uns ist mit Hilfe diesem Modell ein Ausweg gelungen aus diesem Engpass, der durch die Rahmenbedingungen von Basel II, Basel III und so weiter entstanden ist. So wie es uns geht, geht es 10.000 anderen Firmen genauso. Uns ist ein Ausweg gelungen und bevor dieser Ausweg nicht Weg für alle wird, werde ich keine Ruhe geben. Und dann hat der Florian eine Seite im Falter drüber geschrieben und da hat sie nichts da. Und ein paar Wochen später ist das Fernsehen gekommen und hat einen Beitrag über das gemacht und hat quasi gezeigt, wie viel Arbeit das Schurchmachen ist, dass wir ein wichtiger Dienstgeber sind, dass wir uns nicht nur um die eigene Firma, sondern auch um die Region kümmern und dass die Arbeitslosigkeit im Waldviertel hoch ist und die Landschaft schön ist. Und dann hat er mich ins Fernsehen sagen lassen, wenn alle Systeme wanken, das Finanzsystem, das Sozialsystem, das Bildungssystem, dann müssen wir doch froh sein, wenn es Leute gibt, die auf eigene Faust was ausprobieren. Und aus diesen Ausprobieren kommt man ja was lernen. Und dann war mein Beitrag zu Ende und in ruhiger und gelassener Stimme hat der Journalist gesagt, im Fernsehen, und eines ist klar, Strafe wird der Heini Staudinger ganz sicher keine zahlen. Und durch dieses Signal der Aufsässigkeit ist dann ein medialer Hype entstanden und wir sind quasi über die Nacht berühmt worden. Der Fernsehen war da, alle Zeitungen waren da und uns Geschäft ist gegangen wie die Feuerwehr. Und dann hat der Chef der FMA gesagt, er wird Sorge tragen, dass ich zeitnah ins Gefängnis komme. Ich habe mir das Wort gemerkt, weil ich das Wort zeitnah nie verwende. Zeitnah ins Häkeln kommen. Und irgendwie habe ich bei jeder Gelegenheit gespürt, die Leute stehen hinter mir. Und ab dem Moment, wo das Gefühl so deutlich war, dass die Leute hinter mir und uns stehen, ist da auch so eine sportliche Komponente dazugekommen. Und dann haben sie einmal verlangt, wir haben dann 3 Millionen € von Kunden gehabt und dann haben sie verlangt, ich soll die innerhalb von 6 Wochen zurückzahlen. Und das ist selbstverständlich, so kann man Firmen ruinieren, nicht wenn man das Geld entzieht. Und ich hab gesagt, ich denke nicht im Traum daran. Und auf die Tour habe ich nachher so Titel gekriegt wie Schuhrebell, Finanzrebell und so weiter. Und die Geschichte ist letzten Endes so ausgegangen, dass wir nach 3,5 Jahren Streit in Österreich ein neues Gesetz haben. Das neue Gesetz heißt das Alternative Finanzierungsgesetz. Und es besagt,
Es besagt, dass alles, was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist. Und ja. Und darauf gründet sich ja zum Beispiel auch euer Projekt Apfelbäumchen, kann man vielleicht später nochmal erwähnen, wo ihr ja auch im Grunde genommen die Möglichkeit bietet, dass man investiert. Dann, ne? Ja. Bitte das mir. Ich nehme so, nehm mein Mikro. Ja. Ja. Wir müssen nur ein bisschen aufschauen, genau. Okay. Eines Tages bin ich mit dem Auto gefahren und habe im Radio gehört, wie der Chef der Finanzmarktaufsicht sagt, in Staudinger-Hain ist eine Methode, Geld einzusammeln. Das bringt was wieder auf, es geht nicht mehr. Ist besonders perfid, er nennt sein System Sparverein und damit missbraucht er das Wissen der Österreicherinnen, dass auf Spareinlagen eine staatliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro gibt. Komm wieder. Dieses Wissen missbraucht er und warnt dann, was schief geht bei seinem System, stehen die Leute bei der Finanzmarktaufsicht auf der Tacken und beschweren sie, dass die Aufsichtspflicht nicht ordentlich erfüllt haben. Daraufhin habe ich einen Brief geschrieben und habe geschrieben, lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Und parallel dazu habe ich einen Brief geschrieben an alle Geldgeberinnen. Sie mögen bitte unterschreiben, dass Sie erstens wissen, dass Sie kein Anrecht auf staatliche Einlagensicherung haben. Zweitens, dass sie die Bevormundung durch Staat und FMA nicht dulden. Und drittens, dass sie auf den Schutz durch die FMA verzichten. Das haben alle unterschrieben. Das war ein bisschen mühsam, bis wir alle Unterschriften gehabt haben, aber haben alle unterschrieben und dann habe ich geschrieben, lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern, unser System muss ja gar nicht Sparverein heißen, wir nennen es ab sofort Apfelbäumchen. Apfelbäumchen, hergeleitet vom Satz von Martin Luther. Man weiß, dass morgen die Welt untergegangen wird, die heute noch ein Apfelbäumchen setzen. Und jetzt haben wir einen Apfelbäumchen-Club. Da haben rund 300 Leute rund 3,5 Millionen Euro eingelegt. Und wir haben jedes Jahr einen Apfelbäumchen-Tag. Da laden wir alle Geldgeberinnen ein und erzählen, was wir mit ihrem Geld anfangen. Gut. Apfelbäumchen. Jetzt, jetzt haben wir sogar einen evangelischen Bezug hergestellt zum Luther. Ich würde gerne noch, bevor wir zum Publikum öffnen, mit dir ein bisschen über die regionale Wertschöpfung reden. Das ist ja, glaube ich, schon was Besonderes von GEA. Mittlerweile habt ihr nicht nur die Schuhproduktion und die Möbelproduktion, ihr habt eher Akademie, es gibt ein Restaurant und anderes mehr. Das heißt, ihr beschäftigt mittlerweile einen Haufen Leute und ihr achtet auch auf die regionalen Kreisläufe in ganz besonderer Weise. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Der Berthold, der Lebensmittelhändler, hat mir am Eingang erzählt, er verkauft gern Produkte aus der Region, vom Bauern und so weiter, und dann kosten 10 Eier 5 Euro. Und er hat am Anfang geglaubt, hoppala, das ist ein wenig teuer, und hat sich dann gewundert, wie wahnsinnig gut das geht. Ich glaube, er hat erzählt, du hast erzählt, 8.000 Eier pro Woche, oder wie? Im ersten Monat 8.000. Im ersten Monat 8.000 Eier. Und bei Schremsis umgeben, dieser Ort mit ungefähr 5 Einwohnern und rundum Landwirtschaft, Wald. Und dann habe ich zu einem Biobauern gesagt, schon, das darf ich nicht wahr sein. Ringsum lauter Bauern, kein einziger, wo du Eier kaufen kannst. Hat er gesagt, ja, ich habe früher Händel gehabt, aber irgendwann ist ihm auf die Nerven gegangen. Einmal hat er zu viele Eier gehabt, dann wieder zu wenig und hat es aufgegeben. Sage ich, um was ist, wenn ich da für 300 Eier die Woche Abnahmegarantie gebe? Sagt er, ja, dann fängt er sofort wieder an. Und vor 15 Jahren war das, hat er jede Woche dann 300 Eier gebracht, die habe ich in der Belegschaft verschenkt.
In der Zwischenzeit ist die Belegschaft gewachsen. Jetzt bringt der Joe jede Woche über 1000 Eier, weil wir jetzt 170 Leute sind. Und bei mir hat einmal in Wien 3,5 Jahre ein Sandler gelebt. Der hat zehntausende Gedichte auswendig gewusst. Wenn er zweimal in einen Kinofilm gegangen ist, hat er alle Dialoge auswendig gewusst. Unglaublich. Aber ein Messi und eigentlich ein schwieriger Zeitgenosse. Und vom Fredl habe ich dieses folgende Gedicht kennengelernt. Das Gedicht betrifft die Eier. Bertolt, das war vielleicht auch für die Werbe. Trägt's Eier, ist es maskulin. Gibt's Milch, ist sicher feminin. Ausnahmen sind, merkt ihr's genau, der Milchmann und die Eierfrau. Das heißt, durch diese Aktion haben wir jetzt unsere Eier wieder. Dann machen wir Schuhe und wie du schon gesagt hast, wir machen auch Matratzen selber und machen auch Taschen selber. Und dann ist es so, dass diese Gegend durch Abwanderung leidet. Und witzigerweise, ihr habt das genauso entlang der Zonengrenze gehabt, Textilindustrie und Glasindustrie, bei uns dasselbe. Ja. Bei 70.000 Einwohnern haben 15.000 in der Textilindustrie gearbeitet und jetzt sind es nur ein paar hundert. Und dadurch auch das Wort Krisenregion Waldviertel. Und dann, und diese Abwanderung gibt oft so ein bisschen depressive Stimmung. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Depression durch Abwanderung genährt wird, dann kann es sein, dass die richtige Tabletten gegen diese Depression das ist, wenn viele Leute zu uns kommen. Und dann haben wir die sogenannte GEA-Akademie gegründet. Losgegangen ist mit Schuhe selber machen. Da kommen Leute am Freitag auf die Nacht, wir dann das so weit vorbereiten, dass sie das ausgeht, dass bis Sonntagnachmittag die Kursteilnehmer ein paar Schuhe selber machen. Und in der Zwischenzeit haben wir dieses Seminar knapp 300 Mal veranstaltet und tausende Leute haben sich da die Schuhe schon selber gemacht. Und dann haben wir eben für diesen Seminarbetrieb ein bisschen Infrastruktur entwickelt und mit der wachsenden Infrastruktur war es klar, dass wir mehr brauchen als das eine. Und daraus ist die GEA-Akademie entstanden, wo wir jetzt dauernd Gäste haben. Es kommen auch täglich Autobusse, die das irgendwie anschauen, was wir da betreiben. Und so gesehen kann ich bestätigen, diese Tabletten hilft gegen die Depression. Und bei den Autobussen, die so kommen, das ist ein bisschen so, wenn es von einer Offensorte viel gibt, dann kommt keiner das anschauen. Aber kaum ist eine Offensorte im Aussterben, kriegt es einen Nationalpark und Besucher. Und das ist jetzt bei uns auch wirksam. Wir sind eine von 5 Firmen in Österreich, die nur Schuhe selber machen. Und wir kooperieren aber auch mit Firmen in Ungarn und Tschechien. Und wir haben es neulich so überschlagen, wie viel von den Schuhen, die in Österreich verkauft werden, auch in Österreich erzeugt werden. Und mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt unsere Schätzung, dass das rund 1% ist, was tatsächlich bei uns gemacht wird. Ich halte das für eine vollkommen hirnrissige Fehlentwicklung. Und wieder, diese Fehlentwicklung folgt der Logik des Geldes zum Nutzen einer winzigen Klick, zum Schaden aller. Die
noch eine letzte Frage, bevor wir öffnen. Und was sind denn deine Visionen für die Zukunft von GEHA? Wie soll es denn weitergehen? Ich sage es ganz gern so, wir spüren das alle, dass der Wachstumszwang in dieser Wirtschaft elendig ist. Ihr seid auch gewachsen? Gleichzeitig glaube ich, dass diese Felder, wir müssen wieder mehr Schuhe machen, wir müssen wieder mehr Textilien selber machen. Wenn die Chinesen ein Virus haben, ist gar nicht mehr sicher, ob das Quant daherkommt. Ja. Ohne Diesel bringen wir nicht einmal mehr Erdäpfel vor die Felder heim. Das ist eine durchgeknallte Abhängigkeit, eine Verantwortungslosigkeit, sondergleichen. Wir spüren es nicht so, weil wir uns daran gewohnt haben an diesen Wahnsinn. Beziehungsweise langsam spüren wir es eh, dass das Wasser steigt. Bob Dylan hat gesagt, you better start swimming or you sink like a stone. Und das würde ich auch sagen, ist unsere Aufgabe. Und jetzt glaube ich, dass wir so für diesen notwendigen Wiederaufbau unserer Gesellschaften im handwerklichen und industriellen Sinn eine Rolle spielen können. Und ich glaube, dass die Schuhmacherei in unseren Breiten wachsen muss. Ob das unbedingt meine Firma ist oder wie andere, ist mir fast wurscht. Ich war froh, wenn wir nicht so einsam werden. Ich habe Strophen von Imagine von John Lennon übersetzt. Und das möchte ich vielleicht sagen, bevor wir, wie du sagst, in die Breite gehen. Ich mache so blöde Bewegungen, weil ich mir vor 5 Wochen enorm gebrochen habe. Und ich freue mich, dass ich ihn schon so gut wieder rechne. Und die Strophen von John Lennon, Imagine, geht so. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Und meine Übersetzung heißt, mag schon sein, dass du jetzt glaubst, ich sei ein Träumer. Mit diesen Träumen aber bin ich nicht allein. Und eines Tages, hoffe ich, wirst du einer von unserer Träumergruppe sein.